Theresa, was war dieses Jahr dein Highlight bei der Weihnachtsklanggeschichte? Also mein Highlight ist eigentlich jedes Jahr dasselbe, und zwar so, was für eine Vielfalt an Songs da rauskommt und wie viel Spaß es macht. Und am allermeisten freue ich mich auf die Aufführungen mit den Kindern. La 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 Lametta, Lametta färb ich ein. La 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 Lametta soll bunt und glitzernd sein. Wir haben eine Geschichte bekommen mit der Kokolora und das war sozusagen unser Grundbaustein. Lametta. Heute gibt's im Wald Getuschel. Hier kommen die Weihnachtswuschel. Ich färbe das Lametta ein. Die Wuschel hängen's in die Bäume rein. Und vor allem werden die Kinder auch durch unsere Mitmachaktion in das Geschehen der Geschichte integriert. Die Kernaussage ist, dass man nie alleine ist, auch wenn man denkt, wo bin ich hier, wenn man sich verlaufen hat im dunklen Wald, dass plötzlich Freunde auftauchen können und dass das Leben plötzlich bunter wird, auch wenn man es gar nicht erwartet hat. Alle Tannen schnell, glitzern, strahlen, funkeln hell. Ich hab die Farben nun komplett, von Rot, Grün, Blau bis Violett. Und auch so für Erwachsene vor allem auch, dass wir bunter sein dürfen und sein können, als wir meistens sind. La 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 Lametta. La 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 Lametta. Die Vielzahl an Instrumenten, die sie dort kennenlernen und hören dürfen. Die Igel haben es sich in warmen Höhlen gemütlich gemacht. Bald schlafen sie tief und fest. Ein Rabe hüpft durch den Schnee und pickt sich eine leckere Haselnuss. Die Tiere des Waldes freuen sich auf morgen, dann ist endlich Weihnachten. Und die Weihnachtswuschel schmücken die Bäume heute Abend schon mit buntem Lametta. Der Weihnachtswald wird morgen in den schönsten Farben leuchten. Alle haben viel Spaß. Nächste Frage. Perfekt. War schon gut, oder? Ein One-Take.